Grüß Gott, mein Name ist Susanne Pingera. Ich bin beim Moser Medilim Service und Beraterteam beschäftigt und habe heute die ganz besonders große Freude, Herrn Direktor Wieland zu begrüßen. Grüß Gott, Herr Wieland. Grüß Gott, freue mich ebenfalls. Danke, dass Sie sich für das Gespräch Zeit nehmen. Manch ein Zuseher dieses Videos wird vielleicht gerade ein kleines Déjà-vu-Erlebnis haben und sich denken, dieses Gesicht kenne ich. Ja, so ist es. Herr Direktor Wieland war nämlich einer unserer allerersten Referenzpatienten. Das ist schon jetzt fast 20 Jahre her. Richtig. Heute würde man dazu sagen Testimonial. Und Sie sind es nach wie vor. Herr Wieland, das Ergebnis der ersten Behandlung war wunderschön. Wir haben uns damals schon mit Ihnen sehr darüber gefreut. Es war ganz einfach nur so, dass im Laufe der Jahrzehnte der natürliche Haarausfall rund um den sehr dichten Verpflanzungsbereich weitergegangen ist. Und nachdem Sie ja ein sehr, im besten Sinn des Wortes, eitler Mensch ist und alles perfekt sein sollte, haben Sie sich entschlossen, hier eine kleine Nachbehandlung durchzuführen und haben vor einem Jahr wieder den Weg zu uns gefunden. Wie man sieht, das Ergebnis der zweiten Behandlung ist, wie nicht anders zu erwarten, wiederum wunderschön geworden. Wie geht es Ihnen denn damit? Ja, danke. Es geht mir bestens. Ich bin von dem Ergebnis selbst überrascht worden. Aha. Ich habe mir zwar schon ein schönes Ergebnis erwartet, aufgrund der ersten Behandlung, aber dass die zweite Behandlung so erfolgreich sein würde, hat mich selbst überrascht. Das freut mich, das freut mich. Es ist ja so, Herr Wieland, Sie sind ja in Ihrem Heimatort, wenn ich das erwähnen darf, in Murau, eine Instanz. Sie sind oder waren Bankdirektor. Das ist ja durchaus mit dem Bürgermeister gleichzusetzen. Also wenn man Sie auf der Straße trifft, grüßt man Sie, plaudert mit Ihnen, schaut Sie vielleicht ganz genau an. Wie war das? Kamen da Reaktionen von Ihrer Umwelt in Bezug auf diese Veränderung? Ja, es hat schon Fragen gegeben, wo Bekannte die Veränderung festgestellt haben, dass meine Haardichte sich verändert hat und eben dementsprechend zugenommen hat. Mhm. Manche haben es nicht geglaubt, denen ich gesagt habe, dass ich eine Haarverpflanzung durchführen habe lassen. Warum? Und sie haben sich gedacht, ja, das ist jetzt ein Gag von mir. Mhm. Aber sie haben es an und für sich nicht glauben wollen, dass es tatsächlich eine Haarverpflanzung gegeben hat. Weil es eben so natürlich ausschaut. Richtig, es hat so natürlich ausgeschaut. Unterscheidbar ist. Und ich habe aber, glaube ich, auch rechtzeitig den Schritt zur ersten Behandlung genommen, wo natürlich nicht das Haupthaar zur Gänze bereits verloren war und daher der Übergang doch relativ natürlich erschienen ist. Mhm. Wenn Sie sich jetzt daran zurückerinnern, es ist ja, wie gesagt, jetzt schon sehr eine Zeit her, was waren damals Ihre Hauptbeweggründe für diesen Schritt? Warum wollten Sie damals das volle Haar wieder haben? Ja, mein Vater hatte eine Vollglatze. Oh. Und ich wusste, dass dieses Schicksal auch mich ereilen würde. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich was machen ließe, dann soll es rechtzeitig sein und eben nicht dann, wenn wirklich das Haupthaar zur Gänze verschwunden ist. Und es war auch richtig, dass ich es rechtzeitig gemacht habe und daher ist auch der Übergang relativ natürlich vonstatten gegangen. Und ja, das Ergebnis war einfach wirklich überraschend gut. Waren da gewisse Situationen im Laufe Ihres Alltags, sowohl beruflich als auch privat? Beruflich wissen wir ja, Sie waren im Visier der Menschen als Bankdirektor. Privat weiß ich, Sie sind ein sehr sportlicher Mensch, schwimmen auch gerne. Es sind dann auch oft Situationen, wo man das Gefühl hat, meine Haare sind nass, da sieht man alles, was auch nicht mehr da ist. Waren da Situationen im Laufe des Tages, wo Sie sich gedacht haben, da hätte ich jetzt gerne wieder mehr Haare, das stört mich? Ja, ich habe dann schon den Entschluss gefasst, entweder mache ich jetzt noch einmal eine Behandlung
Oder ich bin mit dem Ergebnis so zufrieden, wo natürlich der restliche Eigenbestand sich langsam aber sicher dann zur Gänze verabschiedet. Und habe im Vorjahr den Schritt auf mich genommen und habe mir eine weitere Behandlung machen lassen. Und das Ergebnis war ausgesprochen toll. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es gemacht habe. Nun haben Sie ja nach fast 2 Jahrzehnten sich wieder für uns, für Moser Medical entschieden. Was waren da die Gründe, dass Sie wieder uns Ihr Vertrauen geschenkt haben? Es gibt 2 Gründe. Der erste Hauptgrund war das perfekte Ergebnis der ersten Haarverpflanzung. Und der zweite Grund, die Innovation und die laufenden Weiterentwicklungen, die die Firma Moser Medical Group auf sich genommen hat, war für mich Grund genug, ausschließlich die Firma Moser in mein Vertrauen aufzunehmen. Was war denn da für Sie ganz besonders augenfällig? Welche Veränderung von damals zu heute? Die Hauptveränderungen waren einmal außer den irrsinnigen Modernisierungen, Umbauten, OPs und so weiter, auch die Behandlungsmethode, die sich weiterentwickelt hat und das Ergebnis, das man jetzt sehen kann, und zwar, dass diese Kraft, oder wie man es heute bezeichnet, viel enger gesetzt werden können wie früher und daher auch eine noch schönere und natürlichere Dichte erreicht. Herr Direktor Wieland, Sie haben sich ja 2-mal ganz bewusst für uns entschlossen. Nun gibt es vielleicht eine Dame, einen Herrn, der sich dieses Gespräch gerade ansieht, auch unter dem Haarverlust leidet, aber noch ganz unschlüssig ist, wie er oder wie sie weiter vorangeht. Was möchten Sie denn diesem sozusagen Gesinnungsgenossen, was möchten Sie diesem raten? Ich möchte jeden raten, sich diese Behandlung lieber heute als morgen durchführen zu lassen. Weil das Ergebnis ist eine Freude, wenn man sich täglich in den Spiegel schaut. Und es wäre schade, um jedes Monat, indem man so diesen Anblick nicht genießen könnte und das ausnutzen könnte. Wunderbar. Danke fürs Gespräch, Herr Wieland. Und weiterhin sehr, sehr viel Freude mit Ihrem prachtvollen Haar. Danke fürs Gespräch. Danke.